Es geht schon früh los in Moladun, Shai Isimis Backstube. Die 34-Jährige hat alle Hände voll zu tun. Sie soll eine ganz besondere Torte fertigstellen für eine große, traditionelle afrikanische Hochzeit. Das Geschäft läuft gut. Gerade jetzt, zum Jahresende, werden viele ausgefallene Torten bestellt. Die Chance für Moladun Shai Isimi, ihr Geschäftsmodell auszubauen. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich mir eine große Bäckerei einrichten, wo die Leute reinkommen können, frisches Brot gebacken wird, Gebäck und Kuchen. Moladun Shai Isimi ist eigentlich eine ausgebildete Pharmazeutin. Sie hat ihren Beruf aufgegeben, weil sie Kuchenbacken liebt und weil es mehr Geld bringt. Im Ausland hat sie sich über die verschiedenen Tortendesigns informiert und einiges dazugelernt. Ihre Backstube liegt in einem Vorort von Nigerias Hauptstadt Abuja. Der Besuch bei der Bank steht an. Das nötige Geld für eine Bäckerei zu bekommen, ist schwierig. Sie versucht es über einen Kredit. Ich möchte gerne einen Kredit für mein Geschäft. Wie viel brauchen Sie denn? 5 Millionen Naira. Also umgerechnet knapp 23.000 Euro. Moladun Shai Isimi erläutert dem Bankmanager ihr Geschäftsmodell. Seine Bank will Sicherheiten und einen glaubwürdigen Unternehmensplan für den Kredit. Am Ende scheint ihn die Geschäftsfrau überzeugt zu haben. Roger Noki wird ihr in den nächsten Tagen Bescheid geben. Gut, danke, dass Sie hier waren. Hoffentlich können wir bald Brot bei Ihnen kaufen. Eat your bread very soon. Thank you, sir. Yes. Thank you. Aber in dem Gespräch wird ihr auch klar, dass die 3-4% Zinsen, die von der Bank verlangt werden, schwer zu finanzieren sein werden. Nachdenklich fährt sie zurück nach Hause. Die Zinsen sind einfach zu hoch, denn am Ende des Tages wird die Bank all das nehmen, was ich verdient habe. Jeder Gewinn geht direkt an die Bank. Ich glaube nicht, dass ich das Angebot annehmen werde. Am nächsten Tag wird weiter am Hochzeitskuchen gearbeitet. Es sind die Details, die Präzision, die Liebe zum Design, die Moladun Shai Isimis Kuchen auszeichnen. Diese Fähigkeiten hat sie sich im Laufe der Zeit erarbeitet. Eine Hochzeitstorte wie diese verkauft sie umgerechnet für gut 130 Euro. Das reicht, um noch 3 Angestellte zu beschäftigen. Pro Woche stellt sie so ungefähr 20 Kuchen her. Das Wichtigste an einem Hochzeitskuchen ist neben seiner Schönheit natürlich die Stabilität. Nur die verhindert Probleme und Unfälle. Für Hochzeiten gilt das besonders. Wenn der Kuchen nicht hält, ist auch die Feier in Gefahr. It's very important that you get it right and you know what you're doing. Die Arbeitslosigkeit ist in Nigeria mit über 20% enorm hoch. Alles drängt auf Arbeitssuche in die Städte. Tsupu Olusi ist der Koordinator des UWIN-Programms. Die Initiative der Regierung will junge Unternehmer finanziell unterstützen und ihnen bei ihrer Geschäftsgründung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Wichtigste an UWIN ist es, den Menschen Arbeit zu geben. Insgesamt sollen bis zu 110.000 Menschen durch das Programm einen Job finden. Viel Zeit hat Moladun Shai Isimi nicht mehr. 2 Tage hat sie jetzt an der Torte gearbeitet. Tags drauf muss sie fertig sein, dann ist die Hochzeit. Alles muss stimmen, damit der Kuchen der besonderen Gelegenheit gerecht wird. Hey,
Geschafft. Sie liefert aus, bevor die ersten Gäste kommen. Diese farbenfrohen Torten werden immer beliebter bei Hochzeiten in Nigeria. Ohne Kredit, erzählt die Geschäftsfrau, reichen die Einnahmen nicht, um ihren Traum nach einer größeren Bäckerei zu erfüllen. Bis dahin ist sie auch auf finanzielle Hilfe ihrer Familie angewiesen. Auf die Hochzeitstorte ist sie stolz. Und auch die Braut ist vom Kunstwerk begeistert. The bride and groom, the colors, it's fantastic, wonderful. Thank you. Die wichtigste Feier für die Unternehmerin findet heute bei ihr zu Hause statt. Es ist der Geburtstag ihres jüngsten Sohnes Timmy. Auch für ihn hat sie einen besonderen Kuchen gemacht, seine ganz persönliche Geburtstagstorte. Diese speziellen Augenblicke mit ihren Kindern zu teilen, sagt sie, gibt ihr Kraft, ihren Weg als selbstständige Geschäftsfrau weiterzugehen. Die Zuckerbäckerin aus Abuja hat ihren Traum von der eigenen Bäckerei nicht aufgegeben. Happy birthday to you! Hey, I make a wish and blow out the candles.